Hallo und herzlich willkommen im Sportsfunk auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich. Jetzt sind wir weiter in Runde LS22 hier aus dem Fichtal. Ja, ich hoffe, ich geht's euch gut. Ich seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Aber wir befinden uns, wie seht ihr, im Wald. Ich habe mir alles so aufgeholt, was zum Aufholen geht. Ich habe uns hier fürs Holz abtransportieren einen Anhänger gemietet und eine Gabel gekauft. Ist unglücklich zwar gelöst mit dem Spanngurt, aber egal. Wir werden jetzt heute mal ein bisschen Holz schneiden für unten, für unsere Produktion, dass wir an Kohle kommen. So, ich gehe mal davor aus, dass das 5 Meter Bahn werden. Jetzt müssen wir mal schauen. Das kann man jetzt so pauschal nicht sagen, aber ich denke, dass das 5 Meter sind. So. Und dann mal gleichzeitig neue Bäume fällen. Bis jetzt, es bleibt da was übrig. So. Das Hilfsfenster aktivieren. Daumen mal gerade stellen. Ah, würde ich sagen, geht es da hin. 5 Meter kappen wir mal. Zack, einmal. Zweimal. Dreimal. Ziehen wir mal 5 aus. Ah ja, knapp. Knapp, aber es geht sich aus. Schauen wir mal, wie dies funktioniert. Mit der Verladung. Und wie viel Bäume, dass wir im Endeffekt dann brauchen, dass wir die Produktion gleich voll starten können. Natürlich werde ich ja schauen, dass in der Folge ein bisschen umfangreich aufforsten. Schönen Anschluss kriegen. Jawohl. Ich denke, 5 Meter passt gut. Kann das vielleicht das nächste Mal ein bisschen mehr sein. Schauen wir mal. Jetzt probieren wir es mal mit die 5 Meter. Einen vollen Anhänger, wie das mal hinkriegt. Ich glaube, 25.000 Liter. Wir uns mit der Kettensäge, die liegt da auch und sagt, ich glaube nicht, gell? Da werden es nur und sagt, wie viel Meter und wie viel Kilo das sind. So.
Natürlich gehen Grüße raus an meine Sportsfreunde, an die Großen und die Kleinen, an die neu dazugekommenen und die Veteranen, die wohl schon lange hier bei mir auf meinem Kanal sind. Ich hoffe, denke, geht's gut. Und es freut mich, dass du den Weg hier zu mir ins Fichtal gefunden hast und die Crewing mit diesem Let's Play ein bisschen unterhalten. So, 10 Meter haben wir schon mal verloren. Wenn man so ausgerechnet, es ist so Daumen mal Pi, sollte es jemanden interessieren. Man bekommt. Man bekommt. Für einen Meter Holz kriegt man so zwischen, je nachdem wie schön auch das Stück ist, gell? Das ist ein bisschen ein Schönheitsding auch noch. Zwischen 50, also hier in der Fichtal, und in meinem Test so zwischen 50 und 80 Euro für 1 Meter Holz. Also falls das jemand von euch da draußen irgendwie vorhat, einmal mit seinen Freunden so ein Roleplay zu machen und möchte da der Holzeinkäufer sein, würde jetzt mein Tipp jetzt so im ersten Moment sein, 50 Euro und für einen Meter Holz und das verdienen sie auch noch was drauf. Ist ja immer so, man muss ja selber auch was drauf verdienen. Damit, dass man ja dann in der Verhandlung, wenn man dann ein bisschen mehr hat, ein bisschen mehr bieten kann. Das verstehst du, was ich meine? Aber ich sage, das war jetzt so meine Empfehlung für die, die was da aus dem Roleplay machen. 50 Euro für Meter Holz. Ich habe es jetzt mit den 5 Meter Stämme gar nicht ausprobiert. Weil ihr seht, die einen sind schöner, die anderen sind ein bisschen nicht so schön. So. Und zwei, drei, vier, fünf, fünf mal fünf sind 25. Ich würde mir sagen, ich mache jetzt einen kurzen Cut, mache den hier voll. Mach den hier voll, den Hänger, und dann sehen wir uns wieder, meine lieben Sportsfreunde. Bis gleich. So, meine lieben Sportsfreunde, da bin ich wieder. Der letzte Baum ist jetzt nicht aufgegangen. Wir haben jetzt nur die zweieinhalb Baum haben wir jetzt verloren. Da passt er nicht mehr auf, der fällt mal wie Ocher. Und dann lassen wir es auch so. So. Spanngurte drüber. Ist gut. Haben wir den hier lassen. Die Produktion, glaube ich, haben wir das letzte Mal ja gestartet, gell, vom Holz. Wo haben sie denn diese Brotweizen? Da haben wir nur 996 Kinder. 100.000 bringen wir hin. War gerade mal, dass die Produktion einmal läuft.
ehrlich gesagt ganz vergessen, meine lieben Sportsfreunde, dass ich das mit der Sägespäne aktiviert habe. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Ja, wir vorne, sorry. Jetzt kommt man überlegen, weil die Hackschnitzel, die bringen uns ja was. Die bringen uns ja auch was zum Einlagern. Wäre die aus dem Wald auszubringen. Ist klar, ich hätte jetzt da einen Gressern Anhänger auch kaufen können, gell, aber ich habe jetzt den Kurs, bringe beim Gressern Anhänger, das mit dem Traktor drauf, das habe ich jetzt nicht so. Da war ich mir nicht so sicher. Und der Gressern, ich hätte halt auch bei der Miete mehr kostet, als wie jetzt derjenige welche. Das war jetzt knapp. Gott sei Dank haben wir beide gute Bremsen gehabt. Auf. Weiß natürlich, Flo, Realismus war jetzt Upload und Healing, gell? Schauen wir, was haben wir jetzt da drin? 10.000 Liter haben wir in da. Das heißt, 10 mal 10 sind 100.000, also wir brauchen jetzt eine von deren Anhänger, dann wäre das Ding voll. Sagen wir mal knappe 10.000 Liter, wenn man richtig randvoll macht und den kleinen. Dann würde das passen. Man hätte jetzt in einem Baum noch aufgeschmissen, wären es 10.000 Liter gewesen. Man hätte einen Schaufel schmeißen können mit der Grube heben und dann mit dem Spanngurt festmachen. Das war schon. Es war schon gegangen. Aber ich würde mal sagen, durch den Möbelverkauf und das alles, das auf Direktverkauf eingestellt. Einlagern. Hackschnitzel lagern wir ein. Möbel. Hier auch Geld. Zwei im ist jetzt gerade? Ah, Möbel. Zwischenhändler. Haben wir 3000 dafür. Setzen wir die auf direkt verkaufen. Vielleicht kriegen wir da was. Vielleicht kriegen wir da so 4. Abend zu 5 Möbel. Die Bretter. Bretter. Ist momentan voll, deswegen lassen wir sie lagern. Da muss ich ein bisschen schauen. Diese werden ein bisschen steuern.
Aber wie weit sind wir denn bei den anderen Produktionen, dass man vielleicht wieder was verkaufen können? Weil es ist voll, Soja geht Aschi auch für Milch, ist voll, ist klar, Eier sind voll, Butter haben wir jetzt auch wieder 110, Honig ist voll. Das müssen wir zu kaufen. Dann mal da ein bisschen zurückgezahlt. Auch noch in der Folge. Es läuft eh mit mal 5, also mir ist jetzt gehört, ich jetzt in der nächsten halben Stunde wieder mal über die 5000 gehe. Dann müssen wir da schön mitkommen. Jetzt setzen wir auch gleich die Bahn ein bisschen an in der Folge. Wir haben jetzt 2. Mai, die zweite Maihälfte und in der nächsten Folge kann man dann schon Gerste nachholen. Das war gut. Weil dann tue ich dann nämlich jetzt hier ein bisschen dann weiter mit dem Holz. Und dann haben wir die nächste Folge wieder Ernte. Schreib's mal in die Kommentare rein, ob wir dann im Winter, über die Wintermonate mehr im Forst arbeiten sollten. Das würde mich mal interessieren. Wer bis hierhin geschaut hat, sollte man soll die ein, zwei Folgen wirklich mal Forst aushauen. Wäre für mich auch interessant zu wissen. Da wird es dann eher, sag's, langweilig. Nur Forst machen, ein, zwei Folgen. Eine Kohle generieren wir heute halt dadurch extremst gern. So, schauen wir mal. Zwanzig Setzlinge und sechs habe ich gekauft. Sechs mit 12 sind 120 Setzlinge. Also wenn die Bäume hier ausgewachsen sind, dann haben wir wieder was zum Dado herum. So. Ich habe mich für Fichten entschieden, weil die dann mit dem Harvester auch gut gehen. Ich weiß, ich sage so oft so. Ich glaube, ich habe da vor jemandem abgehabt. Ich habe jetzt das bewusst so gemacht. Also ich fahre bewusst so. Ich habe das ein bisschen so einen Plan, wie ich den Wald hier ein bisschen aufbaue. Würde mich mal interessieren, wie sie es aufforsten hat. Macht sie es das so? Ich habe das schon bei viel, ich war jetzt schon bei vielen auf dem Server. So als stiller Beobachter.
Die ersetzen halt dann ganze Felder an, alles in einer Linie zum Abernten. Also da geht es halt wirklich um die reine Produktion. Ich liebe das, wenn es ein bisschen schön ausschaut. Ich weiß, die LS-Bäume, die was da pflanzen kannst, die schauen jetzt nicht so schön aus. Vielleicht entscheide ich mich auch nur, dass ich sage, ich mach nicht nur einen Mischwald, dass ich sage, irgendwo, wo man jetzt nicht unbedingt mit Harvester arbeitet, sondern später nachher dann mit irgendwelchen schweren Geräten. Aber jetzt setze ich mal so in einen Bereich, wo ich mir denke, ja, da macht man es jetzt mal so ein bisschen, ja, so wie wir es halt ausgeholzt haben. Ich fange immer mit dem Rand an. Versuche auch so wie jetzt da ein bisschen einen Abstand zu halten. Ich sage, ja, da ist jetzt da, da fahre ich jetzt rein, da kann das jetzt gut ausschauen. Aber das ist das Gute am LS, kann jeder das so machen, wie er will. Gut, schon haben wir schon wieder so viel benannt, dass man. Dass man ein paar Stufen zurückgezogen können. Ich glaube, das Gute ist, wenn man so die Produktion beginnt, Möbel, ja, es fährt jetzt aber schön aus. Brette damit aktivieren, dann wir auch aktivieren. Dann hauen wir uns da auch noch einen Polster ein. Dann schauen wir, wie schnell dass die Bretter aufgehen. Die Bretter brauchen 3 zu 4. Jetzt habe ich da so einen Bereich, da geht es jetzt um bei mir. Ah, ich habe da ein Team verbissen. Da geht es jetzt nicht direkt darum, ist schön oder nicht. Es muss ein bisschen wirr sein. Und ein paar so. Baumstümpfe können ruhig stehen bleiben. Die stört mir jetzt zum Beispiel eher weniger. Schaut sogar für mich eher natürlich aus.
Hat es kurz für den einen oder anderen wirklich langweilig sein. Aber es gehört ja damit dazu. Jetzt nicht so der Umweltapostel, aber wo man halt Baum wegreißt, sollte man halt Baum wieder pflanzen. Der Natur wieder was zurückgegeben. Und sie brauchen ja eh ein Zeitl, bis sie ausgewachsen sind. So, die haben die Paletten da mal noch verharzen und dann schauen wir, wie viel Zeit das wir noch über haben. Aber ich glaube, wir haben sowas um die 100 Baum rausgeholt oder sowas. Keine Ahnung, wie viel das wir da rausgeholt haben. So. Dann die letzte Paletten sitzt jetzt da herum. Dann machen wir den nochmal voll, dann nehme ich den nachher mit eure. Wo möchte ich gern, wo wieder das Pöpsler Loch sehen? Ah, im Fall gibt es keine Lichter, aber es vielleicht optisch ein bisschen besser ausschaut. Von Mato sind eh schon die 120 zu viel. Gibt man viel da herum. Das heißt, meine Sportsfreunde. Wir sehen uns gleich am Hof unten wieder. So, meine lieben Sportsfreunde, wir sind wieder unten im Dorf. Ich merke hier da unten ein paar Fichten stehen. Da drüben haben wir ja einen Mischwald. Wir haben ja da drüben einen Mischwald. Da hauen wir dann die 13 nur dazu. So in dieses Loch einer. Keine Ahnung, ob das so ein Gebiet für Fichten ist oder nicht. Ich hau jetzt da mal so mehr oder weniger so eine Reihe einer.
Oder? Stirbst du? So. So, Augenmaus, ja. Augenmaß, Daumen, Moebi. So. Jetzt habe ich nur 4 Stück. Die verteile jetzt einfach zu einer. Wann schickt es jetzt da her? Damit war die Paletten auch leer und da unten nehmen wir jetzt da noch einen Baum dazu. Dort sind noch zwei Fichten drin. Ich glaube, das wird dann gut ausschauen. Ui, ich dachte, das passt schon so. Dann werden wir rein ein bisschen Holz arbeiten. 1000 Liter wäre ich noch. Schauen, was ich zusammenbringe. Vielleicht 15.000 Liter oder so. Es geht eh langsam auch. Schauen wir uns noch schnell die Föder an, dass wir einen Plan für die nächste Folge besprechen. Dann gedüngt. Hier müssen wir nur mal düngen, dass die Folie wächst. Und Gerste. Haben wir überhaupt Gerste umgesetzt? Ah, Weizen haben wir umgesetzt. Weizen können wir ernten. Ja, stimmt. Gerste. Der Weizen kriegt aber mehr Brot aus. Aber da gehört man im Sport mit. Entweder gehe ich so weit für, dass wir ernten, oder ich gehe so weit für, dass wir nächstes Monat düngen, dann nachher in der Folge nach vorn gehen, dann zum Ernten übergehend. Irgendwas werden wir schon machen. Aber na gut, meine lieben Sportsfreunde, ich hoffe, ich habe so ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar. Würde mich natürlich auch freuen, wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, so dass, wenn es hier aus der Fichtal weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann dass du dir hier dieses Video schaust. Vergesst zwar mein Leitspruch nicht, Respekt kommt vom Wort respektieren. In diesem Sinne bleibt mir gewogen und vor allem meine Sportsfreunde, dies ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!